Ich freue mich sehr, dass der Verein auch alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Wir haben es sportlich geschafft. Das war auch nicht zu erwarten. Das war sicherlich ein furioses Jahr, dass wir spielen konnten. Wir haben eine tolle Entwicklung genommen als Verein und auch als Mannschaft. Ich glaube, es hätte uns nicht viele zugetraut, dass wir es wirklich bis zum Schluss durchziehen. Umso erfreulicher ist es, dass wir es geschafft haben. Und es wird eine riesen Herausforderung dieses neue Jahr, weil wir natürlich auch eine Doppelbelastung haben, die für uns neu sein wird. Aber wir gehen mit viel Vorfreude in diese Saison und es wird sicher spannend. Wie groß ist denn die Erleichterung, dass es jetzt wirklich endlich offiziell ist, dass die UEFA gesagt hat, jo, Salzburg und auch RB Leipzig, beide dürfen starten? Ja, wir wussten schon, dass mittlerweile die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Deswegen ist die Überraschung nicht so groß gewesen. Was haben Sie sich denn vorgenommen für die Champions League? Also wenn man das jetzt so linear weiter nach oben verfolgt, dann muss ja die Gruppenphase ganz entspannt überstanden werden. Ja, zuerst mal ist klar, dass wir wahrscheinlich in eine sehr schwere Gruppe gekommen werden. Und da müssen wir erst mal schauen, was da für Kaliber auf uns warten. Ich hoffe auch, dass richtig gute Mannschaften dabei sind, weil im ersten Jahr wird es wahrscheinlich darum gehen, schnell zu lernen, dass man auch versucht, sich an dieses Niveau zu gewöhnen, das doch nochmal wahrscheinlich auch eine Herausforderung sein wird. Ich hoffe auf viele attraktive Gegner für unsere Zuschauer, weil in Leipzig Champions League anbieten zu können, ist schon etwas, worauf viele gewartet haben. Und ja, da sind wir einfach gespannt, was uns da erwarten wird.